Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu XCOM 2, wo wir gerade uns auf die letzte Mission vorbereiten. Wir werden den Aliens auf ihrer eigenen Welt in den Arsch treten. Ich weiß nicht genau, was unser Plan dort ist. Das wissen wir wahrscheinlich selbst nicht. Ich weiß nur... Oh, da hat es gerade gebrannt. Als Commander mussten wir uns dafür eigenhändig reinschmeißen. So, und ich habe unser Team schon ausgerüstet, jedenfalls zu größten Teils. Die Weapon Upgrades und sowas habe ich alles schon ein bisschen offscreen. It's time we put an end to this, once and for all. Hin und her geschoben. Ja. Das war mir dann doch lieber, als es hier onscreen zu machen, 10 Minuten lang oder so. So, guck mal, 34 Gegner haben wir. Ein Heavy Max, Sektopods, Mutons, Berserker, Faceless, Archons, Lead Lancer, Gatekeeper, Vipers, okay. Und der Avatar natürlich. Und wahrscheinlich. Achso, ja, klar, Avatar sind ja Elder. So, wir gucken mal. Operation Leviathan. Die Alien-Festung angreifen. Wir sind bereit, das psionische Tor zu durchschreiten. Wir kommen damit wahrscheinlich ins innere Heiligtum der Aliens und den Sitz ihrer Macht. Ja, das ist unsere Chance, ihren Griff um unsere Welt zu beenden. Ein und für alle Mal. Okay, ich würde sagen, ja, auf geht's. 34 Gegner. Das wird hübsch. Commander, we can't afford to let this operation get away from us. Even if it means sending our wounded forces back into combat. We have to succeed at all costs. So, wollen wir natürlich nicht, ne? Verwundete Leute mitnehmen. Hier nehmen wir auf jeden Fall Xaraxis mit, unseren Psioniker. So, ums Loadout müssen wir uns gerade noch ein bisschen kümmern. Hier zum Beispiel sehe ich, so sagen wir mit Armor available, okay, und Utility Items auch. So, hier sehe ich zum Beispiel, oh gut, trägt die falsche Panzerung. Er soll natürlich einen Wraith-Suit tragen. Ganz klarer Fall. So, und ich schätze nicht, dass wir getarnt da reinkommen werden. Deswegen weiß ich nicht, wie sinnvoll eine Annäherungsmine ist. Im Gegensatz zur Plasmagranate. Könnte mega sinnvoll sein. Könnte auch unsinnig sein. Ich weiß auch nicht, ob wir hier den Dings brauchen. Ich befürchte, den brauchen wir einfach nicht. Vielleicht können wir da drin was hacken. Dann ist das natürlich ganz nützlich für uns. Was haben wir denn hier noch? Battle-Scanner. Ganz wichtig. So, können wir noch irgendwas bauen an Items? Battle-Scanner, Flashbang, Nano-Med-Kit. Haben wir schon. Okay, das wurde automatisch upgegradet. Das finde ich gut. Ich denke, wir sind dann eigentlich soweit vorbereitet. Nehmen wir lieber mehr Plasma oder mehr Säuregranaten mit? Ich weiß nicht. So, wir gucken mal. Range 12. Hat auch einen größeren Radius. Macht doch mehr Damage, ja, was soll's. Wir nehmen hier einfach die Proximity Mine mit. So, und dann haut das hoffentlich hin. Ich hoffe. Na, wir starten einfach mal die Mission. Mal gucken, was passiert. Achso, ja. Ugoz hat jetzt das große Scope drauf, ne? Jonas hat das kleine drauf. Wir haben nur zwei Scopes insgesamt. Die Repeater habe ich noch ein bisschen hin und her getauscht und so weiter und so fort. Ich denke, wir müssten eigentlich gut vorbereitet sein. Könnte ich mir vorstellen. Mal schauen. Achso, hat er hier eigentlich die richtige Rüstung an? Warden Armor, sehr schön. Advanced Psi-Amp, ja, den Alien Psi-Amp konnten wir ja leider nicht benutzen, weil wir einfach nur einem Gatekeeper begegnet sind. Aber gut, was soll's. Auf geht's. There.
I've infused this material with the entirety of our viable Elder DNA. We won't get another chance at this. Final connection is set. Power levels adequate. One more look at the buffer. Watch you go over this thing 50 times. Take a breath. We are ready. Primed and ready, sir. Patch me through. All right, people. The world got its wake-up call. And now they know the truth. Advent is a lie. And their time is up. They've got a full-fledged war on their hands now. While the aliens struggle to contain our world, we're gonna make a move on theirs. It won't be easy. But you're used to that. Did what was needed. Never gave up the fight. You are XCOM. You're gonna end this. Humanity is counting on us, people. Good luck, Commander. Ja, wir wurden also in einen Avatar verwandelt und werden jetzt auf den Heimatplaneten der Aliens geschleust mit unserem Team. Na, herrlich. Ich freue mich ja so. Sieht aus wie eine Art Bahnhof oder sowas, ne? Riesige Halle, mehrere Portale. No way of knowing if they detect our presence yet. Mhm. Such loss, such need in this waste. You force our hand, yet still, we offer peace. Rejoin us, and your world will be spared. Nee, ich denke nicht, nee. So, Jonas ist getarnt, der Rest nicht. Puh. Wenn wir uns mal ein bisschen hier umsehen. Okay, also hier eine riesige Plattform. Zwei Gates. Eine Menge kryptischer Maschinen. Wir sollen die Avatare zerstören und unser Avatar muss überleben. Hier hinten links scheint es weiterzugehen. Rechts auch, ja, rechts auch. Okay. Was kann denn unser Avatar? Eine Null Lens. Okay, keine Ahnung, wie hoch da der allerdings ist. Mind Control. Ja, und die Null Lens, die funktioniert so ein bisschen wie unser Plasmastrahl an Jonas Anzug, glaube ich. So, wen lassen wir da vorgehen? Wo ist denn das noch unerlassen? So, hier oben, das sieht ein bisschen aus wie eine Scharfschützenposition. Allerdings das hier auch. Tja, gehen wir zur linken Seite oder zur rechten Seite? Ich weiß es nicht. Ist hier hinten noch irgendwo hohe Deckung? Nope. Hier, niedrige Deckung. Hier gibt es hohe Deckung. Achso, direkt an der Leiter. Ja, ungünstig. Ach, ist gar keine Leiter, ist so ein Rohr, wo man hochkrabbeln kann. Na, trotzdem. So, wir können ja auch mal gucken. Ah, wir können uns nämlich direkt da hochgrappeln. Grappling!
Ups. So, und schon sehen wir nämlich ein bisschen mehr. Stellen fest, wir können ja auch direkt durch die Mitte gehen. Keine Ahnung, ob das clever ist oder ob wir da besonders weit kommen. Ja, auf jeden Fall möchte ich Nobunaga-san hier auch gar nicht so weit räumlich von den anderen trennen. Wir haben auch kein Zeitlimit oder sowas. Wir können es hier also... Ah, oh gut, kann da gar nicht hochgrappeln gerade. Zieh los! Er kann immer noch nicht... Warum kann er denn nicht hier hochgrappeln? Jonas konnte doch auch. Voll komisch, oder? Okay, das ist interessant. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Ich meine, die haben den gleichen Anzug. Ich vermute einen Bug. Schon unterwegs. Ich kann jetzt mal ausprobieren, wie das funktioniert. Ah, cool. Und Jonas hat natürlich trotzdem Deckung. Das heißt, damit können wir uns quasi ein zusätzliches Feld hohe Deckung schaffen. Das ist super nice. Das gefällt mir irgendwie. So, das kann Polina ja direkt mal ausnutzen hier. Warum blitzen wir denn eigentlich so? Increase Detection. Na gut, okay. Das ist uns ja nicht relativ egal, aber komisch, dass es hier auch geht. Nicht nur auf der Erde. So, zerwechseln es. Feuerschutz! Mal! So, das hier sind wir. Avatar des Commanders. Wir haben irgendwie. Achso, wir haben nur so eine Psi-Waffe, ne? Wir haben gar nichts anderes. Ja, ein psionischer Repeater. Was können wir denn damit? Avatar-Regeneration. Aha, okay. Sehr nützlich. Mental Fortress. Aha, keine negativen mentalen Effekte. So, Broker. I hope it's worth it. So, bis jetzt noch nichts von unserem Gegner zu sehen. Aber zu hören. Und das ist ein Sektopod. You have such blind hatred for us. We cannot understand it. Our intentions for your world were never hostile. They are still not. You are a part of us. Ja, da haben wir keinen Bock drauf. They actually expect us to buy any of this? More distrust. Perhaps we would find more reassurance in our ways if... Ach, wir haben hier gar nicht. Ich dachte, wir hätten noch irgendwas trainiert. Also ein Schutzschild, so einen mentalen. Haben wir aber nicht. Okay, gut.
So, von da oben werden wir dann wahrscheinlich gar nichts reißen können. Denke ich mir. Ja, sollen wir über die Mitte gehen oder nicht? Die Mitte sieht insofern ganz gut aus, dass es hier eine ganze Menge hohe Deckung gibt. Ein beschissenes Schussfeld allerdings. Na, wir lassen den Nagasan einfach mal aufklären. Upsi. This does not look good. Wieso? Sieht doch super aus. Es ist halt riesig alles hier, ne? So, und jetzt müssen wir wirklich ein bisschen zusammenbleiben. Upsi. Oh, fuck. Ernsthaft? Ja, vielleicht hätte ich Jonas vorgehen lassen sollen. Er ist ja getarnt. Oh crap. Du sitzt denn auch so kurz. Wäre ja auch ein bisschen dafür, die auflaufen zu lassen. Bestätigt, drücke aus! Bin dabei! Na, wir versuchen mal, ob wir die jetzt noch auflaufen lassen können, irgendwie. Mal grappeln? Ne, können wir nicht. Wir können run and gun. So, und eigentlich wollen wir uns natürlich nicht zu dicht hier oben versammeln. Ach was, haben wir schon was gesehen? Aufgeflogen, ne? Oder? Ach, wir sind getarnt. Blödsinn. Wir können da nicht reinfeuern. So überhaupt nicht. Eine schöne hohe Deckung. Ja, hier sieht eigentlich ganz gut aus. So, Xarexis. Ja, wir halten dich mal ein bisschen im Hintergrund, würde ich vorschlagen, oder? Ja, hier vorne oder hier ist eigentlich total egal, glaube ich. So, kannst du so weit werfen? Nee, ne? Überhaupt nicht. Na los, zeigt euch! So, und der Commander muss jetzt hier irgendwie wieder zurück in irgendeine Deckung. Möglichst irgendwo hin, wo er nicht gesehen werden kann. Das wird interessant. Okay, ob er trifft, ist ja hübsch. Zerrext es auch. So,
Kontaktschuss direkt nochmal. Einen haben wir down. Getroffen. Minimaler Schaden. There you go. Sie daneben ist schlecht. Negative Damage. Hier geht ein Overwatch. Okay. Hätte schlimmer kommen können. Unser Commander wird beschossen. Nicht schlimm, er regeneriert, habe ich gehört. So many lives risked to bring you back to them, Commander. And for what? More violence, more war, more death. Truly, you were meant for something more than this. Kommen wir leider nicht ran. So, können wir hier vielleicht Saturation Fire mehr als ein erwischen? Nee, blöderweise nicht. Okay, ja, dann Feuer einfach mal. Auf den hier vorne. Eine schöne Überraschung. Ich bin aufgeflogen. Macht nichts. Wächst nach. So, Ukuz, wen kannst du denn sehen? Lightning Hands hier vorne auf den direkt. Sehr hübsch. So, dann darfst du den töten. Oh, getötet. Oh, nice. So, das gibt uns eine Aktion wieder. Und dann darfst du nämlich nochmal die Pistole hier abfeuern auf den Typen. Das war auch ein guter Treffer. Ach, der war auch im Overwatch. Na, das hatte ich gar nicht gesehen. Seht ihr? So, Polina darf auch. 100% Trefferchance. Also die sind super einfach zu treffen hier. Aus irgendeinem vollkommen unempfindlichen Grund. Oh ja. Haben wir denn hier irgendwo eine Deckung? Schwerlich. Seems doable. Ja, kommen wir nach vorne in Nobunaga-san. Drill den mal. 80%. Und ich habe mir sagen lassen von Ukuz, dass sich da Rapid Fire eigentlich direkt lohnt. Okay, weggecritted. Nice. You see that one? Ne, normalerweise hätte ich hier kein... Rapid Fire benutzt. Weil die Trefferchance... Also es war kein kritischer Schuss, ne? Wir haben hier noch genug Leute. Die das macht man. Ah, oh, wir hätten diesen Fuse mal benutzen können direkt. Ja, schade. Ist da noch einer? Is it clear? Nein. Der Sektopod, ne? Der fehlt natürlich noch irgendwie. Wir haben jetzt zwar Max gehabt, aber... Getting reports from across the globe, Commander. Advent forces are hitting back hard. Our people are holding their own, but it's not looking good. Whatever we're gonna do,
We better do it fast. Advent offered your people hope. A brighter future. To be something greater. But still, you refuse. What more can we offer you than the greatest gift of all? So, 30 Gegner haben wir noch. 4 down, 30 to go. Oh Gott. So, wir machen erstmal eine kurze Nachladerunde hier. Rock'n'Roll! Na, wir haben kein Zeitlimit. Deswegen machen wir das. Good to go! Come get some! So, Jonas nicht. Wollen wir den hier unten irgendwo hinstellen? Na, höchstens hier. Okay, ich gehe. Biete Feuerschutz! So, Zarexis können wir auch einmal nachladen. Nachgeladen! Gebe Feuerschutz! Nachgeladen! So, dann können wir uns hier in eine Position bringen, in der aus wir hoffentlich ein bisschen mehr sehen können. Verstanden, bin unterwegs! So, dem Commander geht's gut, ne? Der regeneriert ja schnell. Ich weiß nicht genau, wie viele Punkte pro Runde. Aber es scheinen einige zu sein. I'm ready. Gut. Moving Overwatch. Und ja, da ist definitiv irgendwo ein Sektorbot. Das wäre natürlich hübsch, wenn der in uns reinrennen würde. Aber ich befürchte, den gefallen tut uns nicht. So much time spent needlessly resisting, fighting your ascension to something greater. And yet here you are, just as we had envisioned. In your efforts to prevent the Avatar's creation, you have followed the path we set forth, truly exceeding even our own lofty expectations, Commander. Shut him out, Commander. More alien lies. Do you truly believe that to be the case? Ja, wer weiß. Vielleicht wollten die in uns natürlich den Super-Avatar züchten. Möglich wäre es. Ich würde es ihnen auch direkt zutrauen. So, wir lassen Polina mal vorlaufen. Weil sie natürlich dann zurücksprinten kann und immer noch im Overwatch sein kann. Okay, nichts gesehen. Whatever you say. Ja, irgendwo. Wow. Das ist ganz schön verschachtelt hier. Sollte ich würde kurz ja lieber hier in die Mitte bewegen, ehrlich gesagt. Ich meine, von hier aus müsste er auch super fallen können eigentlich. Bestätigt, Überwachung läuft. So, wir ziehen mal von hinten nach vorne. Broker. Wie weit kommst du? Ah, immerhin. I hope it's worth it. Ich will ihn noch gleich in Overwatch gehen lassen. Ich meine, vielleicht will ich mich ja nochmal bewegen. Wenn wir jetzt hier irgendwie was total Fieses auflecken sollten. Schon unterwegs! Ach, ich weiß, was es ist. Karexis hat doch diese Aura hier. Ha, die ist halt nur immer direkt aktiv. Ja, gut. Also solange wir uns in Xarexis Nähe aufhalten. Oh nee, ich gehe nicht so weit vor. Ich hatte überlegt, hier hinzugehen, aber wenn wir jetzt den hässlichen aufdecken würden, wäre mir das sehr unangenehm. Deswegen hier hin. Das wird halt nur nicht, das ist keine Fähigkeit, die wir aktiv triggern müssen, sondern die ist einfach immer an. Und das ist natürlich sehr komfortabel.
So, können wir uns denn hier... Ah, hier drüben. Da könnten wir natürlich auch... Achso, oh gut, es ist allerdings schon ein Overwatch. Dann stellen wir Jonas hier rein. So, jetzt können wir alle in Overwatch springen lassen. Scanning. Affirmative, covering now. Feuerschutz. Got it covered. Shut up. Listen. Ja, wir gehen halt schön geschlossen, ruhig vor. Machen das schön langsam. Ich meine, wir haben noch 30 Gegner. Nur eine begrenzte Anzahl von Lebenspunkten. Bis auf den Commander. Ja. And still we show compassion and generosity. But as with all things, this too must end. We can no longer afford to suffer your transgressions. Ah, yeah. It's Commander, ready. Alien forces are stepping up their attacks on both resistance and civilian targets. There is still another way. Ja, wir versuchen uns jetzt hier also so ein bisschen zu erpressen. Wieso ist Polina hier eigentlich so in halber Deckung? Also sie kann nach hier vorne kommen, in volle Deckung. Und dann kann sie natürlich auch wieder zurück, irgendwo in volle Deckung. Ich wüsste nämlich, wo ich sie dann parken würde, um hier zum Beispiel einen Sektopod oder sowas reinzulocken. Das machen wir beim nächsten Mal, Jungs und Mädels, stelle ich gerade fest. Die 30 Minuten sind schon wieder um. Sorry, tut mir leid, ich weiß, ich habe hier noch nicht viel gerissen. Ich bin mega vorsichtig. Und es ist aber auch spannend, ne? Und ich höre dann natürlich auch immer den Texten zu, die die Aliens hier vom Stapel lassen, um uns zu beeindrucken. Deswegen dauert das auch alles ein bisschen länger. Und ich schwafel natürlich auch, so wie jetzt. Ich sage einfach, danke fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Macht's gut und bis dann. Habt einen schönen Tag. Ciao.